Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Rathut, beim Clan Herausforderer. Ja, ihr seht das hier. Ich bin natürlich immer noch im Clan Herausforderer und ich habe euch so viel zu erzählen. Ich habe so viel Videomaterial heute aufgenommen und ich musste mir jetzt sogar ein bisschen was auf den Zettel schreiben. Vor allen Dingen starte ich auch jetzt mal so ein bisschen Hintergrundgedudel. Also auch das soll natürlich nicht ausbleiben, wie in den Streams hier. Ich hoffe, das gefällt euch auch mit der Facecam hier. Ich nehme jetzt ganz, ganz extrem spät auf, denn Folgendes war mir hier ganz, ganz wichtig. Ich habe mir das echt mal aufgeschrieben. Es war mir nämlich die Nähe zu diesem Community-Clan sehr, sehr wichtig. Ich glaube, gestern ist mir das noch im Livestream ganz, ganz gut gelungen. Heute ist mir das nicht mehr so gut gelungen, weil ich heute auch etliches zu tun hatte. Aber ich habe das auch hier nochmal in die Clan-Beschreibung mit reingeschrieben. Community-Clan Toto Clashed. Vielen Dank allen, die bei diesem Event mit dabei waren. Ihr seid echt tolle Clasher und Clasherinnen. Und ich muss sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf euch. Auf euch, Community. Wir haben das Beste aus dem CK gemacht. Und ihr seht das so ein bisschen an der Null. Wir haben den CK nicht gewonnen, aber das ist alles, ich glaube, das ist alles Nebensache hier. Denn wir hatten hier, denke ich mal, schön unseren Spaß. Wir haben hier viel getalkt. Wir haben hier danach auch noch, also nach dem Livestream, auch noch im Discord abgehangen. Haben dort noch diskutiert und waren wirklich lange auf. Ich wollte ja auch lange und oft bei euch sein. Aber das ist auch alles nicht ganz so einfach. Der Clan bleibt noch ein bisschen auf, also bis heute Abend. Ihr seht das Video am Freitagmittag. Also bis heute Abend ist der Clan hier noch offen. Denn ich will natürlich noch ein bisschen was aufnehmen. Und ihr hört das so ein bisschen. Ich zück meinen Zettel. Ihr seht das hier. Wir haben leider verloren. Aber wie knapp wir verloren haben, das ist eigentlich der Hammer. Und deswegen bin ich auch so wahnsinnig stolz auf die Leute. Denn wir haben hier, ich gehe mal rein, im unteren Bereich ja eher kleinere Bases gehabt, aber wir haben hier, wie viele Angriffe haben wir denn eigentlich gemacht? 10 Angriffe hätten wir noch übrig gehabt. Das sind Leute, die haben halt nicht angegriffen oder haben keinen Sinn mehr in diesem CK gesehen, denn wir hatten oben, ich habe mir das mal aufgeschrieben, 37, unser 37. war das erste Rathaus 9, also das heißt, wir haben in Summe 26 Angriffe eigentlich weniger gehabt als der Gegner. Und das finde ich schon beeindruckend, dass wir es trotzdem rausgehauen haben. Und ich muss mich dann auch mal bei dem King Lassie hier bedanken, der die 50er Base hier auf. Wo ist meine Maus? Hier ist meine Maus. Oh, ich habe gerade meinen Fokus verloren. Da ist er. Der King Lassie hier hat endlich die 50er Base irgendwann ja mal geschafft. Und wir steigen hier aber trotzdem einfach mal, während ich so ein bisschen hier quatsche, in die CKs mit rein. Das ist ja so relativ ähnlich hier, wie ich eigentlich auch streame. Also wer diesen Kanal hier nicht kennt, so ähnlich geht das auch in den Streams hier ab. Dann allerdings live und am Stück. Und immer wieder mit Smalltalk in den Chats natürlich. Ich hoffe, die beiden Streams, die waren für mich auch sehr anstrengend, muss ich sagen. Denn sich jeden Abend hier 2-3 Stunden hinsetzen, das ist auch nicht gerade ohne. Das glaubt man nicht. Und deswegen hoffe ich trotzdem, dass euch die Tage hier in diesem Community-Clan mit dem Community-Clan gut gefallen haben. Und mir hat es auf jeden Fall, auch wenn es stressig war, anstrengend war, der Tag war ja auch sehr anstrengend, jetzt für mich, der Donnerstag vor allen Dingen, sehr, 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 sehr schön. Und wir haben den ersten Abend ja auch schon sehr, sehr viel gesehen. Der Stream ist ja jetzt auch schon online, also ihr könnt euch den Stream in meiner Playlist anschauen. Unter Livestreams und ich muss mal gerade sehen, was ich noch auf den Zettel stehen habe. 6 Angriffe weniger, Clan ist noch offen. Es kommt morgen noch ein zweiter Teil, also da lasst euch mal überraschen. Denn ich möchte mich natürlich bei euch allen nochmal bedanken. Wie ich das dann mache, das lasst mal meine Sorge sein. Aber hier sehen wir einen schönen Angriff vom Master FF auf die Nummer 49, also 33 auf 49. Das war hier leider so, weil wir im unteren Bereich ja ganz, ganz viele RH7, RH8er hatten, RH6er hatten. Wirklich, wir konnten sie nicht gut in Szene setzen, kann man nicht anders sagen. Aber wir haben dann in den oberen Bereichen einfach versucht, das Beste draus zu machen. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen. Also wenn ihr jetzt denkt, dieser CK hier ist hoch verloren worden oder
Er ist ganz, ganz klar verloren worden. Das war überhaupt nicht so. Überhaupt nicht. Und ich musste sagen, ich habe auch zwischendurch ja Clan-Mails rausgehauen. Ich sehe Licht am Tunnel. Licht am Tunnel. Und wir waren immer auf Augenhöhe mit dem Clan hier, also mit dem gegnerischen Clan. Und das hat mich besonders gefreut. Wir haben toll gedefft hier. Tolle Angriffe gesehen. Tolle Angriffe gesehen. Also das war sowieso hier Spitzenklasse. Also auch die zwei Sterner, ein Sterner von den unteren hier. Alles war hier, ja, das hat alles so ein bisschen gepasst. Irgendwann musste man natürlich sagen, Mensch Leute, haut jetzt mal eure Angriffe raus, hier 10, macht die 9er platt. Und man kann nicht alles haben. Man kann ja nicht alles haben. Aber wir sehen hier einen schönen Angriff vom Junior Uplay auf den JP auf den King of King. Und viele waren hier dann auch nervös, weil dann ist es natürlich so, der Toto ist online, zeigt dir live was. Und niemand will sich blamieren, aber Leute, glaubt mal nicht, ihr wart alle wirklich, wirklich gut. Ob nun ein Einsterner da rausgekommen ist oder null Sterne. Also es haben sich, man merkt das ja, man hat sich Mühe gegeben. Und das war mir sehr, sehr wichtig, dass wir hier, obwohl wir hier 50 verschiedene Charaktere ja auch sind, das kommt ja noch dazu, 50, die sich hier mal zu einem Event treffen, dann irgendwo so das Allerbeste hier aus so einem CK reißen, das hat mich ganz, ganz beeindruckt, muss ich mal so sagen. Und vielen lieben Dank auch, ich weiß gar nicht, wie oft ich noch Danke sage in diesen beiden Videos, also heute und auch morgen, für die vielen, vielen super Spender hier, für die Clanburgenbefüller, für die Fallspender, für die Koboldspender, für die Mauerbrecherspender. Also ich bedanke mich wirklich bei allen ganz, ganz herzlich hier, denn es haben ja auch ganz, ganz viele noch später in den Chats gesagt. Ich war ja sehr, sehr lange hier, habe den Clan ja auch aufgemacht und habe nach wie vor so ein bisschen die Nähe zu euch gesucht. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob ich da jedem gerecht wurde oder nicht gerecht wurde. Hier sehen wir schon ein, ja, das ist schon 11 auf 9 hier. So tief mussten wir nämlich gehen, um hier die restlichen Sterne rauszuholen. Denn wie ich schon im Anfang gesagt habe, fehlten uns unten satte 26 Angriffe weniger. 26 Angriffe. Und das ist schon schwer zu kompensieren. Deswegen haben wir einfach irgendwo versucht, dann am Ende vor allem das Beste rauszumachen. Wir haben auch relativ viele Sterne dann noch geholt. Ihr habt das ja gesehen, das Ergebnis war nicht eindeutig. Also der Gegner war schaffbar, auch mit diesem Level 1 Clan hier. Und alle haben hier ihre Geduld vor allen Dingen auch bewiesen. Denn wir können ja nur 5 Truppen spenden hier pro Wurf, sage ich mal, maximal. Und das ist manchmal natürlich auch hinderlich, wenn jemand dann eine 35er Clanburg hat und fordert dort, wo man zweimal fordern muss, dann hat man eine Wartezeit. Also auch das ist immer sehr, sehr schwierig. Aber das haben ja auch alle gut überstanden. Muss ich mal so sagen. Und schöner Angriff hier auf jeden Fall vom Joker als RH11 hier. Ja, schöner Queen Walk mit anschließenden Lava Loon. Also krasse Sache hier. Auch in dem CK und auch, ja, er hat die 100. Ja gut, er hat natürlich Max-Truppen hier. Ich zeige diese Angriffe trotzdem. Ich gehe sie einfach mal so ein bisschen durch. Wer hier nicht vorkommt, der muss sich einfach meinen Livestream nochmal anschauen, denn da habe ich schon ganz, ganz viel gezeigt. Denn ihr habt ja auch in dem Live-CK, also im Live-CK-Livestream, richtig viel schon angegriffen. Also auch dafür großer Respekt, echt großer Respekt. Was habe ich hier eigentlich noch auf meinem Zettel stehen? Eieiei. Ja, was mich auch ein bisschen beeindruckt hat, es gab nicht immer Max-Truppen hier. Ich konnte ja nun nicht verlangen, dass hier von den Riesen-Elbern in dem Clankrieg mit dabei waren, ewig hier die Max-Truppen gespendet werden, denn ohne Gemmen und ohne auch mal Ressourcen nachfahren, kommst du ja nicht nach. Deswegen hat es mich auch da eigentlich gefreut, dass so der ein oder andere gesagt hat, ja, ich brauche zwar Loons, aber die müssen jetzt nicht Max sein. Das reicht auf 6 und das ist schon sehr, sehr schön hier. Hatte ich, glaube ich, auch im Vorfeld schon gesagt, der Captain Capstock hier auf die 42. Und ich bin zwar, das ist auch ein Witz, ich habe heute frisch geduscht, aber ich habe mir dieses alte Schmuddel-Shirt nochmal angezogen, denn ich glaube, diese Farbe hier, diese hier, ist echt beste Streamfarbe. Ich habe da einige von. Und wollte einfach für euch so ein bisschen nochmal
Ja, ich glaube, ich hoffe, es ist mir gelungen, dass wir uns ein bisschen näher gekommen sind, dass wir uns ein bisschen kennengelernt haben. Ich vor allen Dingen die Community, also die war, ihr hört das so ein bisschen auch, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir hier eigentlich so ein tolles Event hatten. Und wenn du aber wirklich 2 Tage dabei sein willst, dann ist das schon höllisch schwer. Das ist wirklich Hölle, Hölle schwer. Am ersten Abend ging das noch, da war ich ja noch auch, ich war. Weiß gar nicht, wie lange ich online war. Ihr seht das vielleicht auch so ein bisschen an meinen Augen. Bin auch ein bisschen vermüdet. Das macht aber nichts. Das gönne ich mir einfach. Man lebt ja auch nur einmal, habe ich heute Abend auch mal im Tarnchat hier geschrieben. Mensch, Leute, man lebt ja nur einmal und wenn ich es jetzt nicht erlebe, wann dann? Und von daher hat mich das Event hier auch so ein bisschen angehypt, muss ich sagen. Tagsüber konnte ich immer nur so ein bisschen per Handy da sein, konnte immer noch ein bisschen was tippeln. Und konnte ein paar Truppen spenden, aber bin dann ja noch zum CK-Ende hier wieder reingekommen in den Clan hier und habe mitgefiebert. Als der CK dann vorbei war, haben wir immer noch viele. Ja, der Clan ist noch offen bis heute Abend. Heute Abend, ja, für euch ist heute Abend und habe viel getippt hier, habe auch viel Lob bekommen. Ihr könnt das hier mal sehen. mal gerade schauen, wo das ist. Wieder los, such dir noch für ein Event. Ja, wir spielen ja morgen am Freitag ein 50er Event und genießt den Urlaub, hau rein, komm später noch mal rein. Also es kommen hier echt noch mal Leute rein, einfach noch so ein bisschen was sagen hier und hier auch so ein bisschen Lob hier. Toto freut sich riesig über den schönen Community-Plan und dass er eine so tolle Community hat. Das stimmt, das stimmt, das begeistert mich. Das begeistert mich wirklich. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, denn das war ja mein erstes Event hier, was ich überhaupt so mal auf die Reihe gebracht habe. Und das ist nicht ganz ohne. Auch den Fizes auch nochmal mein Dank und auch allen, die hier echt tolle Angriffe haben. Und das ist ja in so einem 50er Clankrieg, da siehst du ja viel. Da siehst du viel Def, da siehst du viel 2 Sterner. Das ist alles nicht so schlimm. Ich zeige euch hier, so wie es aus der Bank kommt. Und wenn ihr also nochmal den einen oder anderen Angriff sehen wollt, der Clan ist noch offen hier, dann könnt ihr euch das ganze Spektakel hier nochmal anschauen. Ich will nicht sagen Drama, denn es war kein Drama, sondern es war hier ein schöner Clankrieg, denke ich mal. Es war ein schöner Clankrieg und auch hier suboptimal, Hannes. Es gab hier auch dann mal mit einem Helden angegriffen haben, dann wären es halt nur 2 Sterne, denn dies hier, wisst ihr selber. Die Base hier, die habe ich mit meinen Neunern schon zuhauf gemacht und die ist nicht wirklich gut. Eigentlich scheiße. Manchmal nehme ich ja kein Blatt vom Mund und hier muss ich es einfach mal so sagen, das hat der Hannes wahrscheinlich auch festgestellt hier mit den Einer Meinern. Das ist ja auch ein bisschen mutig, ja, einfach mal hier Einer Meiner in die Base reingeschickt und mal sehen. Das Problem ist natürlich 2 Lufttruppen da, muss sie erstmal weggiften. Und gerade so ein Drache, unser Babydrache, die haben ja schon richtig viele Healpoints. Er macht jetzt noch mal ein bisschen viel, hätte ich fast gesagt, ein bisschen Gas auf die Miner hier und ein bisschen Heal. Aber schaffen es die Magier da, die schaffen den Drachen leider auch nicht ganz, oder? Nein, sie schaffen den Drachen nicht ganz und wenn du den nicht packst, dann ist der Angriff in der Regel verloren, auch mit Bodentruppen hier. Aber das, wie gesagt, das war eigentlich. Ich habe hier immer mit einem lächelnden Auge, mit einem wirklich gesunden Herzen und auch schönen Herzen euch zugeschaut. Auch die Chat-Aktivitäten hier. Hier wurde gefragt, hier wurde gemacht, hier wurde gefordert. Und ich glaube, für meinen Community-Clan als erstes Event hier ist das, ich denke mal, es ist in Ordnung. Da kann ich mit leben. Hätte nicht gedacht, dass das so toll wird. Denn du weißt es ja nie vorher. Du planst etwas und dann machst du etwas, führst es irgendwo durch und dann wird das so klasse und du weißt gar nicht, ich weiß ja gar nicht, wie ich es eigentlich honorieren soll. Das ist ja auch, ich weiß nicht, wie ich euch das zurückgeben kann und dass ihr hier so toll mitgespielt habt. Wir sehen hier den Stony auf den 36. Auch hier haben wir dann schon die Ansage gehabt. 10er machen bitte 9er, denn im unteren Bereich, da haben wir so viele Sterne aufgelassen. Eigentlich hätten wir hätten diesen Clankrieg gewonnen. Muss man so sagen, wir hätten den Clankrieg gewonnen, wenn den A alle angegriffen hätten
B, der eine oder andere nicht schon vorher aus dem Clan gegangen wäre. Das habt ihr ja im Stream gesehen. Und einen musste ich dann leider auch kicken. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber wer hier zweimal dann ohne CB angreift, weil er A aus dem Clan gegangen ist, dann kam er nochmal rein, weil ich ihn ja live im Stream benannt habe. Das war ihm vielleicht peinlich. Und dann kam er aber dann nochmal, so nach dem Motto, kann mir mal jemand ganz, ganz schnell was spenden. Das konnten wir natürlich nicht, denn hier ist ja nicht Tag und Nacht jemand online. Dann hat er ohne CB angegriffen, das gleich zweimal. Und da lasse ich mich auch nicht lumpen, da kicke ich die Leute auch. Tut mir leid, auch wenn das der Community-Clan ist, kicke ich die Leute dann vor allen Dingen, wenn es dann auch noch so Grottenangriffe sind. Wirklich für einen relativ stabilen RH9 auf einen echt schlechten RH9er bei denen. Tut mir leid. Die Clanburg-Truppen hätten es gerissen. Ein paar Truppen, das sind nämlich ein paar Truppen mehr. Beim Aratus 9er sind das immerhin 30 Truppenplätze mehr. Und das hat der Stony hier natürlich in so einem leichten Overkill gemacht. Aber uns fehlten ja am Ende die Sterne und wir haben uns dann nochmal aufgeteilt am Ende. Fand ich eigentlich in Ordnung, auch den Stony hier, der ganz klar gesagt hat, jawohl, mache ich hier. Hat er gemacht, hat er super gemacht. Ist ja auch mal drin. Und ich will jetzt einfach mal ein bisschen höher spulen. So, wir haben hier den OOOO 000 000 V. Auch nur mit Queen. Aber ja, ich glaube, das war schon relativ sicher, dass da kann man, glaube ich, auch so. Also bei vielen Angreifern habe ich hier gesehen, dass viele CK-Erfahrung haben. Und nicht das erste Mal hier irgend so ein Clan sind. Also einige haben hier natürlich höhere Clans, sind etwas anderes gewohnt. Max-Truppen, aber ich glaube, die gab es hier. Ich glaube, die Max-Truppen hier, die hier nicht aus. Es gab hier ganz, ganz viele, die hier super gespendet haben auch. Und die konnten ihr Spendenkonto nochmal so richtig aufbessern. Selbst ich habe hier für Spenden Gems ausgegeben, wo es ganz, ganz eng wurde. Das war mir dann am Ende auch egal, muss ich sagen. Das gönne ich euch und auch mir sehr, sehr gerne, denn in dem letzten Livestream wurde mir ja gespendet. Also kann ich auch mal ein bisschen was raushauen. Ich könnte die Gems sogar eigentlich könnte ich mir die Gems, die ich hier rausgehauen habe, einfach nachkaufen mit euren Spenden. Und dann ist das ein 1:1-Tausch. Aber mache ich nicht, bei Klopapier kaufen. Und von daher ist das hier, glaube ich, eine coole Sache gewesen. Auch die Streams. Ah, ich bin ja gestern, habe ich ja so spät angefangen. So, und auch das Gehuste hört nicht auf hier im Stream, denn ich muss immer mal wieder was. Oh, ich muss immer mal wieder was trinken, auch in den Aufnahmevideos hier. Ich lasse das einfach echt so laufen, wie es kommt. Auch wenn die Folge ein bisschen länger wird. Ich hoffe, es gefällt euch nach wie vor hier auf meinem Kanal, der sehr kriegslastig ist. Und Krieg heißt halt Klankrieg. Wie es denn nun kommt, ob das der Community-Klankrieg ist oder True Warriors 1 oder 2. Ich habe da so viel. Ich habe natürlich mehr aufgenommen, als dass ich euch heute hier zeige. So ein bisschen im, ja, wie soll man sagen, ich habe ein bisschen produziert, aber ihr seht die Folgen natürlich etwas später, als die Klankriege wirklich waren. Denn wir haben da ganz, ganz tolle Kämpfe drin gehabt, auch vor allen Dingen bei Two vs 1 und 2. Ich habe das alles aufgenommen. Ich muss das alles nur noch schneiden. Also ihr werdet das irgendwo die nächsten Tage sehen. Ich werde das irgendwo ein bisschen einbauen auch. Denn durch diese 3 Tage fehlen mir natürlich auch 3 Tage live. Also Live-CK bei TW1, TW2 oder wo ich gerade so abhänge. So, da ist die Limo auf jeden Fall am Start. Und deswegen haben wir hier. Ah, das ist noch der Joker. Nein, den wollen wir nicht sehen. Wir gucken uns den Jakob an. Der Jakob hat hier 2 schöne Angriffe hingelegt. Auch wenn es. Ihr dürft das nicht abwertend nennen oder bewerten, wenn ich hier sage, auch wenn es nur 2 Sterne wurden. Wir waren hier glücklich um jeden Stern. Jeder Stern hier war wichtig von euch. Und deswegen ist das auch hier auch 25er, 25er Kombi. Ich glaube, er ist ein RH10. Ja, ist ein RH10 mit 5er Valkyren hier, den 5er Golems. Also coole Truppenkombination hier mit den Erdbeben. Da sage ich jetzt mal nicht zu. Ihr kennt mich, glaube ich. Also viele kennen mich schon echt gut. Und ich kenne ja auch, ich muss sagen, ich kenne auch jetzt. Ich habe wieder mein Community-Clan etwas näher erreicht, denn
gerade durch die Geschichte mit Discord. Also ihr seid herzlich willkommen auf meinem Discord-Server. Ich blende euch die Tech auch unter diesem Video nochmal ein. Denn dort bin ich immer mal wieder abends, quatsche ein bisschen rum. Ich bin auch nur ein ganz normaler Clasher, wie ihr auch alle seid. Und tausche mich gerne aus, Taktiken. Da kann man ja Videos posten, Kurzsequenzen posten und. Ich bin immer mal wieder online dort, denn ich will nicht sagen, dass mir es zu gefällt. Aber es ist nice to have, so kann man sagen, um mit euch so ein bisschen oder überhaupt mit Spielern. Ich will mich ja jetzt mal ganz von wegnehmen, um mit euch Spielern zusammenzukommen, sodass wir uns als Spieler austauschen können. Also nicht als Toto und ihr die Community, sondern einfach so als wir sind alle Spieler. Und das finde ich besonders klasse, muss ich sagen. Das finde ich besonders gut hier. Und ich glaube, das kam auch in diesem Clan hier gut rüber. Ich hoffe es zumindest, dass ich ein bisschen authentisch geblieben bin. Ich lüge euch hier nichts vor. Ich mache euch nichts vor. Und ich bin auch nur ein Teil von euch. Also ich bin auch ein normaler Spieler, der hier einen 3-Sterner gemacht hat, der einen 2-Sterner gemacht hat. Von daher, ja, mein 3-Sterner war ja belächelt. Da haben wir hier stundenlang geplant im Discord und haben diskutiert, ah Toto, wie kannst du den machen? Der hat ja so starke Infernos und so eine starke Base hier und ich bin ja noch kein so guter RH11-Angreifer, ja, das kommt ja auch noch dazu. Ich bin ja jetzt schon zwar ein paar Wochen Rathaus 11, aber ich bin noch kein so guter Rathaus 11-Angreifer. Denn auch da bin ich ja noch weit, weit davon ab. Ich bin noch weit in der Findung, wenn es darum geht, hier überhaupt 3 Sterne auf den RH10 oder auf den RH11er 2 Sterne zu holen. Denn mein zweiter Angriff war auf den RH10er, der viel, viel stärker als das RH11er war. Da habe ich halt auch nur 2 Sterne geholt. Dann kannst du auch nur sagen, ja, Mist, hast du halt verkackt und hast halt Pech gehabt. Aber wir gucken hier mal, wo sind wir eigentlich? Wir sind hier schon weit über die Hälfte. Ja, wir gucken uns den Thiele hier an. Thiele, einer meiner Vizes hier, der so ein bisschen mit geregelt hat. Also seid nicht sauer, falls ihr nicht in den Plan gekommen seid und habt jetzt Hass auf den Thiele hier. Braucht er nicht haben, denn auch heute Abend hat jemand getippt. Mensch, alle sind eigentlich wirklich in Ordnung. Auch bei dir, auch in deinem Team. Das fand ich eigentlich auch. Und da ist das Team schon ein bisschen länger kenne. Wir uns ja immer wieder, vor allen Dingen im Discord, in unseren Streams, also auch der Thiele und der Zocker sind ja Streamer auf Twitch. Immer mal wieder austauschen, ist das hier eine kleine, aber feine Zusammenkunft geworden, denke ich mal. Denke ich mal, und auch unter Jugendlichen und Älteren, ich bin ja der Ältere, die sind die Jugendlichen, also sie sind ja schon an die 18, glaube ich, oder älter. Ich glaube, der Nico ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Dann ist das hier richtig schön. Also ich muss sagen, das gefällt mir hier in den letzten Wochen, so wie wir ein bisschen agieren hier. Und wir gewinnen ja auch vor allen Dingen in TW1, TW2 und auch in anderen Clans habt ihr heute Abend gewonnen. Das fand ich richtig klasse. Es sind hier noch Leute in den Clan reingekommen, die so ein bisschen gesucht haben. So, ich suche noch eine Bleibe, ich habe keinen Stammclan. Dann hat auch einer geschrieben, Mensch, ich suche hier für meinen Clan eigentlich noch ein paar Leute. Super. Super Sache. So funktioniert auch Community. Und wer also so ein bisschen Werbung hier gemacht hat, der Clan ist ja noch offen. Also 600 Pokis müsst ihr haben. Aber ich nehme euch alle noch an. Bis heute Abend. So muss ich sagen, ich gehe heute Nachmittag oder Spätnachmittag werde ich hier mit dem Thorsten-Account allerdings rausgehen. Denn bei den True Voice 1 planen wir am Freitag, also heute Abend, einen 50er CK, auch hier, auch bei uns machen wir das so ein bisschen so als Jahresabschluss-Highlight-Event, so noch vor Weihnachten nochmal so einen richtigen 50er raushauen und wollen dann nochmal richtig Gas geben, denn es gibt so viel übermotivierte Leute bei uns, die so übermotiviert sind, dass wir heute Abend was haben wir eigentlich gespielt? Wir haben 2 Friendly CKs, True Warriors 1 gegen True Warriors 2 gespielt und die waren richtig geil. Ich war da ganz außen vor. Ich habe den ersten mitgespielt, aber den zweiten habe ich gesagt, lass mich mal weg, denn ich muss noch ein bisschen was machen hier für meine Leute. Und deswegen bin ich da dann raus gewesen. Aber es gibt hier so hypermotivierte Leute, die haben gesagt, wir wollen unbedingt unsere Tagespause nutzen,
um so ein FC zu spielen, also ein Friendly Challenge. Und die war auch wirklich nett. Wir sehen hier unseren ersten, den TF14. Vielen Dank auch an dich hier. Du hast echt, glaube ich, extrem viel gespendet, hast du aber angegriffen, dich super hier eingebracht. Also das ist einer unserer Maxed RH11er Accounts, die wir hier in dem Clan-Krieg hatten. Ich glaube, er ist immer noch da. Und ich muss immer noch mehr Limo suppeln. Und die Folge hier, ihr merkt das so ein bisschen, ist am Stück. Die Folge ist am Stück, auch wenn sie länger ist. Das stört mich jetzt nicht die Bohne. Aber das ist ja schon, das hat schon ein bisschen Stream-Mentalität. Und wenn euch das aber gefällt, dann könnt ihr mir das natürlich immer gerne in den Kommentaren niederschreiben. Und ihr wisst es auch nach wie vor, ich lese ganz, ganz viele Kommentare, kommentiere ganz, ganz viele Kommentare, so wie ich ja Zeit habe. Manchmal zwischendurch, manchmal zwischendurch, manchmal auch nur ein Herz für euch. Auch das habe ich immer mal wieder übrig. Keine Frage. Und aber auch ein schöner Angriff hier, RH11 auf RH10, denn das waren hier wichtige Sterne am Ende. Naja, was mein Mikro angeht, bin ich schon ganz gut drauf. Mittlerweile habe ich es, glaube ich, auch gut drauf. An, aus, auch gestern habe ich ja im Stream immer mal wieder das Ding ausmachen müssen. Auch mal eine Ansage an den Sohn. Also mein Familienleben, das blieb hier nicht zu kurz. Ja? Denn manchmal sind ja auch 12-jährige Jungs froh, wenn der Alte nicht ewig hinter einem steht und Ansage macht. Sondern dann sind die auch froh, wenn ich mal nicht dahinter stehe, mal sage, so, jetzt mach mal dies, mach mal das, wir gehen jetzt essen, wir machen jetzt Essen, jetzt müssen wir dies noch machen, Hausaufgaben, eine Tonne packen und. Und deswegen mache ich es manchmal ja auch im Stream. Und ich glaube, einen Angriff kriegen wir hier noch mit rein. Ich muss mal schauen, ich weiß. Oh, okay. Wir nehmen den 12er hier mal noch mit rein, bevor morgen dann für euch die zweite Folge anfängt. Also, ja, das ist auch ein Witz. Alle haben ja gesagt, oder ganz viele haben gesagt, oh, Toto, hast du zum Glück dein Gegenüber. Wir haben uns hier stundenlang Gedanken gemacht. Oh, Toto, wie kannst du denn machen? Ihr seht das hier, das ist ja im Moment meine Max-Truppenarmee hier mit den Bodern. Ich habe die Hexen zwar jetzt auch auf 3, aber habe mich hier eigentlich für einen Bola-Kampf entschieden, vor allen Dingen mit Heilern, denn ihr seht das hier rechts und links, konnte ich schon mal, ich muss mal gerade dahin schauen, konnte ich mal so ein bisschen funneln und habe hier unten jetzt schon eine Luftabwehr und so ein Bowler auf 3 hat 350 Heal Points und ein Bogenschützenturm, wir haben es genau nachgerechnet hier, auf Level 1 hat 11 Trefferpunkte. Ja, 11 Trefferpunkte. Selbst der Bowler da oben packt das noch. Und wir hatten halt nur ein bisschen Sorgen, wie gehen meine Mauerbrecher, aber ich habe das mal im Nachgang ein bisschen analysiert und habe gesehen, ich habe ja richtig, bin ja nie Mauerbrecher-Muffel und deswegen habe ich hier richtig eine Masse reingeschickt, 6 Stück hier in die 7er Mauern, ne 8er Mauern, ich glaube schon, ne 7er Mauern und die gehen gnadenlos durch, zack, die gehen voll durch da, deswegen konnte ich auch meinen Sprung einfach so, ja so rein in die Base setzen, rein in den Chor mit den Bowlern dann letztendlich. Habe mich dann doch entschieden, 3 Wut mitzunehmen und nur einen Freeze. Das hat, glaube ich, an der Stelle gereicht. Hier für den Inferno auf der linken Seite. Da seht ihr das jetzt gerade. Und der Rest hier war natürlich Overkill. Ich spule das auch gerne mal vor, wenn ich meine Maus finde. Ich spule euch das gerne mal vor. Denn es war nicht wirklich der Rede wert, aber es waren 3 Sterne hier. Es waren erstmal 3 Sterne auf ein RH11. Und denn der RH11, der 12er hat nicht wirklich gut angegriffen. Und deswegen, das waren so ein bisschen unsere minimalen Chancen hier. Also letzter Angriff hier von mir, von der Freitagsfolge. Ihr werdet samstags hier den Rest sehen, sonst werden mir die Folgen einfach zu lang. Ihr müsst bedenken, ich habe ein bisschen andere CKs noch mit aufgenommen, habe bei den True Warriors aufgenommen, habe jetzt hier aufgenommen und ihr seht das hier, hier wird immer noch gechattet. Mal gucken. Oh, nicht ganz gechattet, also hier liefen die Leute schon in Clan, das ist aber alles nicht schlimm.
denn hier sind immer noch 25 drin, also immer noch über die Hälfte. Leute, danke, danke, danke. Es hat mich wirklich gefreut und seid gespannt auf die Folge von morgen, denn ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht, auch für die Folge für den Samstag aus dem Community Clan hier, um mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch allen zu bedanken, die ihr dabei wart, die ihr Zuschauer wart, die hier mitgefiebert haben. Und ja, was soll ich sagen? Bis dahin, euer Toto. Tschüss.